Hallo, in diesem Video werden wir uns mit dem empirischen Gesetz der großen Zahlen beschäftigen. Und du lernst die Bedeutung des empirischen Gesetzes der großen Zahlen kennen. Wir werfen einen Laplace-Würfel n mal und zählen mit, welches Würfelergebnis wie oft auftritt. Die relativen Häufigkeiten stellen wir in einem Säulendiagramm dar. Wenn du die dazugehörige GeoGebra-Datei öffnest, kannst du das gleich selbst ausprobieren. N entspricht also der Anzahl, wie oft wir würfeln. Würfeln wir 10 Mal, so sehen wir, dass die relativen Häufigkeiten der einzelnen Augensummen relativ ungleich verteilt sind. Sehen wir uns an, wie es aussieht, wenn wir öfter würfeln. Zum Beispiel 100 Mal. Nun sind die relativen Häufigkeiten schon etwas mehr ausgeglichen. Was aber passiert, wenn wir noch öfter würfeln? Zum Beispiel 1000 Mal. Wie ihr anhand des Säulendiagramms erkennen könnt, stabilisieren sich die Häufigkeiten. Bei welchem Wert ist nun die Frage? Bitte versuche die Antwort nun selbst zu finden und pausiere kurz das Video. Wie wir anhand der Diagramme erkennen können, stabilisiert sich die relative Häufigkeit jeder Augenzahl bei 1/6. Das sind 16,666 und so weiter Prozent. Die relative Häufigkeit ist für große n, also gleich unserer Wahrscheinlichkeit, Anzahl der günstigen Fälle dividiert durch Anzahl der möglichen Fälle. Es kann natürlich auch mit einem fairen Würfel passieren, dass man eine Glückssträhne hat und sehr oft hintereinander einen Sechser würfelt. Allerdings ist eine solche Ergebnisfolge nach dem empirischen Gesetz der großen Zahlen nicht zu erwarten. Schauen wir uns das nächste Beispiel an. Armin beobachtet gespannt den Roulette-Tisch und meint: Jetzt ist 7-mal hintereinander rot gekommen. Jetzt muss doch zum Ausgleich bald schwarz kommen. Es gilt ja das Gesetz der großen Zahlen. Erkläre, warum diese Aussage falsch ist. Halte bitte kurz das Video an und versuche eine Antwort zu formulieren. Die Wahrscheinlichkeit für ein rotes Feld ist bei jeder Drehung 18/37, ganz unabhängig von allen bisherigen Ergebnissen. Schließlich merkt sich die Roulettekugel ja nicht, wo sie vorher gelandet ist. Moment! Heißt es, die Wahrscheinlichkeit für 7-mal hintereinander rot ist also gleich groß wie die Wahrscheinlichkeit für die Abfolge rot, schwarz, schwarz, rot, schwarz, rot, schwarz? Versuche selbst eine Antwort zu finden und pausiere kurz das Video. Die Antwort auf diese Frage ist ganz kurz. Ja, die Wahrscheinlichkeit für 7-mal hintereinander rot ist gleich groß wie die Wahrscheinlichkeit für diese Abfolge. Die Wahrscheinlichkeit rot zu erhalten ist beim Roulette ja gleich groß wie die Wahrscheinlichkeit schwarz zu erhalten, nämlich jeweils 18/37. Nun sind wir schon am Ende. Danke und bis bald.